Hallo, liebe Freifarm-Zuschauer, schaut mal, was ich auf dem Kopf trage. Diese Freifarm-Cap und andere Fanartikel gibt es jetzt bei uns im Onlineshop auf freifarm.de. Wenn ihr da was kauft, dann behalten wir so 20% bis 30% des Verkaufspreises. Ja, aber das ist nur eine kurze Werbeanlage. Zum heutigen Video. Heute geht es darum, dass Deutschland Eltern, die das Wechselmodell will, systematisch diskriminiert. Wie sieht diese Systematik aus? Es gibt eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs von 2017. Darin steht, dass das Wechselmodell nur geht, wenn die Eltern kooperieren und kommunizieren. Und dann ist ja auch schon klar, was die Handlungsanweisung dahinter ist. Wenn einer der getrennt lebenden Eltern das Wechselmodell nicht will, dann muss der einfach aufhören zu kooperieren und kommunizieren. Und dann ist das Wechselmodell auch tot. Dann geht es nicht. Das ist die ganz einfache Logik hinter dem Wechselmodellbeschluss von 2017 am Bundesgerichtshof. Ja, und wenn man mal an dem Punkt ist, dann vorm Familiengericht, die sich natürlich alle an die höchste Rechtsprechung, die höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland halten, weil die deutschen Richter, die ja eigentlich per Gesetz ein Gewissen haben sollten, das aber offenbar nicht haben, sondern Schönes machen, was die höchstrichterliche Rechtsprechung will. Ja, wenn man an dem Punkt ist, was ist dann, was passiert dann, welcher Elternteil kriegt dann die Kinder nicht oder kaum? Ja, das ist natürlich der das Wechselmodell will, weil es steht in dem Beschluss auch drin, dass das Wechselmodell nicht angeordnet werden kann, um den Konflikt der Eltern zu befrieden. Und dann ist ganz klar, das Kind oder die Kinder kommen dann zu dem Elternteil, der das Wechselmodell nicht will, weil es lässt sich ja nicht befrieden. Und der das Wechselmodell will, der tut ja dann, da ist ja die Gefahr, dass der den Konflikt weiter schürt, ja? Weil das Wechselmodell ja nicht befriedet, sondern das Residenzmodell. Das ist das Modell, wo das Kind hauptsächlich oder nur bei einem Elternteil nach der Trennung lebt. Das befriedet ja dann angeblich den Konflikt zwischen den Eltern. Und das ist natürlich eine systematische Diskriminierung von Eltern, die nach der Trennung im Widerspruch, ja, zum anderen Elternteil wollen, dass ihre Kinder beide Eltern haben. Es ist deshalb systematisch, weil die Bauart dieses Beschlusses Bundesgerichtshof ist genau dieselbe, wie 1957 das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, als es um die Frage ging, ob denn Homosexualität strafbar ist. Da hat man mit der Sitte argumentiert am Bundesgerichtshof. 2017 hat man dann mit dem Kindeswohl argumentiert. Ja, und das Kindeswohl ist halt genauso ein unbestimmter Rechtsbegriff, wie es die Sitte war. Da hat der Bundesgerichtshof zum Wechselmodell auf Basis eines Rechtskonstrukts entschieden, das gesetzlich nicht definiert ist. Stattdessen hat der BGH oder vielleicht deshalb einfach ein paar Wissenschaftler, ja, würde ich nicht so bezeichnen, aber ein paar Leute, die wissenschaftlichen Hintergrund haben, ob sie Wissenschaft machen, bezweifle ich stark, und hat die befragt und beziehungsweise hat da dann referenziert auf ein paar Veröffentlichungen von denen, und dann war die Sache eingetütet. Ja. Dann hat dieses künstliche Kriterium, die Eltern müssen kommunizieren und kooperieren können, hat dann sozusagen seine wissenschaftliche Begründung gehabt. Und das ist natürlich ein Trick, weil nicht alle Wissenschaftler in Deutschland und schon gar nicht auf der Welt würden dem zustimmen. Also das Bundesgerichtshof hat handverlesen ein paar Wissenschaftler genommen, die in das gepasst haben, was der BGH entscheiden wollte. Das ist wieder genau wie 1957 beim Bundesverfassungsgericht. Da hat man ein paar Gutachter antanzen lassen, die dann vom Bundesverfassungsgericht ein paar Aussagen gemacht haben. Und wow, die haben ja super reingepasst, dass man weiterhin Homosexualität bestrafen kann. Und diese systematische Diskriminierung, die ist ja auch da offensichtlich, wo man sich fragen muss, ja, warum sollen dann nur Eltern, die sich selber darauf einigen, ja, von sich aus als Wechselmodell,
die es auch haben dürfen. Warum gibt es dieses Kriterium, dass man kommunizieren und kooperieren können muss? Weil damit schließt man das ja automatisch aus für die, die es nicht selber entscheiden, das Wechselmodell. Also man hat eine Hürde aufgebaut, die ist willkürlich beim Bundesgerichtshof. Und man sieht, dahinter ist eine politische Entscheidung bei dem, ich glaube, was war es, der 11. Senat im Bundesgerichtshof, dass man das Wechselmodell mit aller Macht verhindern will und dann halt so ein Kriterium erfindet, wie die Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft. Weil es ist ja auch klar, warum gehen denn Eltern vors Familiengericht, oder einer zumindest. Ja, es geht der vors Familiengericht, der das Wechselmodell will, weil es der andere nicht will. Und mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist es natürlich unmöglich, weil man geht vors Gericht, weil man sich ja nicht einigen kann. Und dann ist der Automatismus in Deutschland, dass man dann ja das Wechselmodell auch nicht kriegt, nach dem, was der Bundesgerichtshof entschieden hat. Das ist eine systematische Diskriminierung von Eltern, die gegen den Willen des anderen Elternteils nach der Trennung sicherstellen wollen, dass die Kinder noch beide Eltern haben. Und da ist Deutschland einfach kinderrechtefeindlich und menschenrechtsfeindlich. Weil es ist ja klar, diesen Automatismus darf es nicht geben, den der BGH eingerichtet hat. Und das gegen Kinder- und Menschenrechte. In der Kinderrechtskonvention steht ja drin, vor allem auch, ich glaube, das ist der Kommentar 64, des Ausschusses der Rechte der Kinder, dass das Shared Parenting, also das Wechselmodell für die Kinder, empfohlen wird. Und es gibt ja auch noch die Resolution 2079 vom Europäischen Parlament in Straßburg, wo auch eben das paritätische Wechselmodell, die sogenannte Doppelresidenz, also 50-50, empfohlen wird aus Gründen der Menschenrechte. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.